Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal PC-Check. Heute geht es mal um CLS-Computer seit 1993, also nicht CSL, sondern CLS. Den Link schreibe ich euch wie immer unten in die Beschreibung rein. Mit dem AMD Advanced Gaming PC 62006 für 1912 Euro. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid-Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 €. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC einwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Als allererstes das Bild, das ist fake. Man sieht hier zum Beispiel eine Wasserkühlung, die ist nicht verbaut. Bei dem RAM, der stimmt auch nicht, da ist anderer RAM verbaut. Bei der Grafikkarte bin ich mir gar nicht sicher, das könnte sogar eine bessere sein. Aber ich denke, das ist wirklich nur wieder ein Beispielbild. Das Gehäuse an sich stimmt, ist scheinbar auch sehr beliebt wegen diesem Infinity Mirror. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Klar, die Front ist geil, der Rest ist aber wirklich... qualitativ nicht so geil. Ich habe das Gehäuse schon verbaut und ich fand das jetzt nicht so toll. Es ist halt wirklich sehr dünnes Blech und naja, ich kenne die Qualität von anderen Herstellern wie Enermax oder Lianli oder BeQuiet. Die sind deutlich besser. Nichtsdestotrotz starten wir mit dem Gehäuse Intertech X908 Infini 2 Weiß RGB Glasfenster. Über das Gehäuse habe ich mich natürlich schon ausgelassen. Vom Platz her reicht das natürlich aus. Kabelmanagement ist da auch so eine Sache. Man hat Platz, ja, aber sobald man jetzt nochmal mehrere Lüfter hat oder ähnliches oder noch Festplatten, dann wird es da hinten schon ziemlich eng in der Backplate. Ansonsten fette Grafikkarten, die passen natürlich rein. Das ist nicht so das Problem. Auch ein normales RTX-Board. Dann haben wir hier oben noch ein paar Frontanschlüsse und Lüftersteuerung und so weiter. Das ist ganz nice und Panel ist immer ganz nützlich. Alles in allem halte ich aber von diesem Gehäuse nicht sonderlich viel. Klar, wem es gefällt, der kann es verbauen. Das macht jetzt keine sonderlichen Probleme, nur ich bin andere Qualitätsstandards gewohnt. Kostet 120 Euro bei Mindfactory. Als Prozessor haben wir einen AMD Ryzen 7 3700X 8x3,6 GHz. Wie der Name schon sagt, ein 8-Kerner. Ich finde den Prozessor ziemlich gut, der reicht auch zum Stream. Also 8 Kerne sollten es dann schon sein, wenn man streamen möchte. Klar, kommt immer aufs Spiel an, aber damit hat man noch genug Reserve. Hat eine TDP von 65 Watt. Wir haben jetzt die Box-Variante genommen, weil die günstiger war als die Tray-Variante. Es ist aber ein anderer Lüfter verbaut, von daher ist das schon mal okay. Unterstützt offiziell 3200 MHz RAM und kostet 258 Euro bei Mindfactory. Als Kühler, wie eben schon angesprochen, haben wir einen BeQuiet Dark Rock 4 200 Watt. Also ich finde diesen Lüfter sehr, sehr gut. Der Prozessor, der hat 65 Watt TDP, der hier hat 200 Watt TDP, die er abführen könnte, wenn er jetzt wirklich belastet wird. Reicht völlig aus, finde ich sehr klasse, ist auch schön leise. Ich kenne diesen Lüfter schon, den habe ich schon verbaut. Kostet 56,84 Euro bei Mindfactory. Dann haben wir als Mainboard Gigabyte B450 Aorus Pro. Ja gut, das Aorus Pro ist ein gutes Board. B450 ist natürlich so eine Sache. Ich hätte jetzt gesagt B550 wegen PCI Express 4.0 und ähnliches. Braucht ihr jetzt bei diesem System nicht zwingend. B450 ist auch für die 3000er Ryzen-Reihe wirklich ausgelegt. Ihr könnt auf diesem Board auch den Ryzen 5000 draufschrauben, sofern ihr dann ein BIOS-Update macht. Zu dem Design gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Riegel könnt ihr verbauen. Hier vorne kommt die Grafikkarte rein. Hier oben könnt ihr sogar noch eine WLAN-Karte zum Beispiel einstecken. Hier kommt eine SSD rein, also eine M.2 SSD. Hier unten könnt ihr noch erweitern mit einer Capture-Card, USB-Erweiterungskarte, PCI Express-Karten für M.2 SSDs, gibt es natürlich auch. Hier unten könnt ihr noch eine zweite M.2 SSD verbauen. Hier unten habt ihr nochmal einen Slot, eine leichte RGB-Beleuchtung. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1 mit Toslink, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, einmal USB 3.1 als A-Variante und einmal USB 3.1 als C-Variante. DVI und HDMI werdet ihr nicht benutzen, weil dieser Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. An und für sich, für diesen Prozessor das passende Board. Wie gesagt, ich hätte mir B550 mindestens gewünscht, weil die preislich jetzt auch nicht mehr so den Unterschied machen. Da hätte man vielleicht 15 Euro draufgelegt. Wir kommen auch hinterher nochmal zu einer Alternative. Da wisst ihr schon mal, in welche Richtung dieses Video geht. Kostet 84,49 Euro bei csvdirekt.de. So, und ich habe mir so gedacht, als ich dieses System gesehen habe, okay, das Gehäuse feiere ich nicht so. Der Prozessor ist okay, der Lüfter ist okay, das Mainboard ist auch okay. Und dann fängt es hier schon wieder an. 16 GB DDR4 RAM, 3000 MHz, immerhin ein Dual-Channel, das weiß ich, das habe ich nachgeguckt. Die 3200 hätten sie ruhig ausreizen können. Das ist dann immer so ein Knackpunkt, wo ich sage, oh, ihr habt so gut angefangen und dann fangt ihr damit wieder an zu sparen.
Nichtsdestotrotz habe ich den natürlich rausgesucht. Wir haben jetzt hier einen Single-DIMM, den habe ich zweimal in den Warenkorb reingepackt, dass wir auch Dual-Channel 16 GB haben. Ist DDR4-3000, wie gesagt, der Prozessor unterstützt 3200, der unterstützt auch 3600 zum Beispiel. Es ist jetzt nicht so leistungsfressend, dass sie jetzt 200 MHz unter der offiziellen Spezifikation genommen haben. Ich finde es einfach nur schade. Der RAM an sich ist super, ich hatte noch nie Probleme damit. Kostet 40,79 € mal 2 natürlich bei csvdirekt.de. Dann haben wir als Grafikkarte eine MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X 8G LHR, 8 GB DDR6 HDMI 3x DisplayPort, dann wisst ihr zumindest schon mal die Anschlüsse dieser Grafikkarte, ist aber bei den meisten Grafikkarten der neueren Varianten so, dass man einmal HDMI und dreimal DisplayPort hat. Klar gibt es einige Ausreißer, aber das ist meistens so der Standard. Die Grafikkarte ist nicht schlecht, die macht ordentlich Leistung. Ich habe hinterher auch noch einen kleinen FPS-Test über YouTube für euch, den verlinke ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt damit die aktuellen Spiele in Full HD auf jeden Fall flüssig spielen. Sobald ihr in Richtung WQHD und Ultra-Settings geht, wird es dann irgendwann eng, vor allen Dingen, wenn ihr zum Beispiel einen 144 oder 175 Hertz Monitor habt. Hat eine TDP von 200 Watt, beziehungsweise 220 laut MSI. Das Netzteil, was hier verbaut ist, reicht aber dafür auch aus. Kostet aktuell 749 € bei hwh.de. Und jetzt fangen diese Brüller an. Wir haben hier eine 500 GB PNY CS900 mit 550 MB Lesen und 500 MB Schreiben pro Sekunde. Das ist also eine SATA SSD in M.2 Variante. Die ist so langsam wie eine 2,5 Zoll SSD, die ihr euch in euer System reinschrauben könnt. Das finde ich echt schade, dass die da gespart haben. 500 GB ist jetzt auch nicht die Welt, das reicht natürlich für Windows und sämtliche Programme, vielleicht auch für ein, zwei Spiele, je nachdem welche Spiele ihr nehmt. Ihr habt aber hier noch eine 1 TB HDD verbaut, da könnt ihr dann drauf auslagern. Aber in dem Preissegment wünsche ich mir schon ungefähr, sage ich mal, 1 TB. Ich habe jetzt in der Alternative auch nur 500 GB genommen, damit wir bei anderen Komponenten besser dastehen. Die reichen natürlich erstmal aus, aber die haben wirklich gespart an der Stelle. Kostet 42 € bei Clevo Computer. Hier kommen wir zu der angesprochenen Festplatte, 1 TB Toshiba HDD SATA 3. Da habe ich auch nachgeschaut, die nehmen die P300 Desktop. Hier haben wir so 1 TB, wie gesagt, reicht zum Auslagern von Spielen, Bildern, Videos, was ihr gerade da habt. Natürlich sind die Ladezeiten in den Spielen dann etwas länger, als würdet ihr das auf eine SSD draufpacken, ist jetzt aber nicht der Rede wert. Kostet 31,50 € bei Mindfactory. Dazu bekommen wir ein 700 Watt Be Quiet System Power 9 80 plus Bronze Netzteil. Meiner Meinung nach gehören diese System Power Netzteile in Bürocomputer, die jetzt nicht so eine starke Auslastung haben. Dieser Prozessor in Kombination mit der Grafikkarte wird das Netzteil natürlich nicht ausreizen, das wird auch reichen, Herstellergarantie 3 Jahre, na gut, ich hätte mir zumindest einen Straight Power oder einen Pure Power gewünscht, die haben 5 Jahre Garantie und haben auch deutlich bessere Absicherungen, wenn es mal zu Spitzenlasten kommt mit den Grafikkarten. Wie gesagt, in diesem System völlig ausreichend, ich hätte mir was anderes gewünscht, vor allen Dingen in dieser Preisklasse. Kostet 63,96 € bei Mindfactory. Soundkarte Onboard Sound, ja das ist klar, Betriebssystem Windows 10 Home, 64-Bit. Habe ich hier auch rausgesucht, könnt ihr entweder bei meinem Partner kaufen für 14 €, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen bei der Alternative, oder ihr kauft es eben bei Geizhals für 26,94 €. Dann haben wir hier noch 3 Jahre Garantie, das ist nicht selbstverständlich, normalerweise sind immer so 2 Jahre angepeilt. Und vor allen Dingen ist das komplett Pickup und Return. Ich habe mir hier den Infobutton rausgesucht, das ist also soweit in Ordnung. Was noch ganz interessant ist, die haben hier 5 Jahre Service. Das bedeutet, zusätzlich zu unseren 3 Jahren Garantie bietet CLS 5 Jahre Service. Doch was bedeutet das? Nach dem 3 Jahren Garantie besteht kein Anspruch mehr auf Austausch oder Reparatur der Bauteile bzw. Komponenten. Mit unserem 5 Jahren Service hast du die Möglichkeit, 2 Jahre über die Garantie hinaus bei Material- und Herstellungsfehlern oder defekten Bauteilen diese austauschen oder reparieren zu lassen. Die Kosten für das Ersatzteil übernimmst hierbei zwar du, die Reparaturdienstleistung ist dafür jedoch vollkommen kostenlos. Finde ich sehr geil. Muss ich wirklich sagen, finde ich sehr, sehr gut, wenn sie sich wirklich daran halten. Ne? Wenn die jetzt sagen, zum Beispiel ein Netzteil, was, sage ich, regulär 60 € kostet, das für 100 € veranschlagen, dann verarschen sie euch natürlich. Aber das kann ich nicht nachweisen. Ich finde es in erster Linie wirklich sehr gut, dass die sowas anbieten. Und dann wären wir auch schon beim Warenkorb. Hier haben wir die HDD, hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, Grafikkarte, das Mainboard, der Lüfter, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1514,52 €, das System soll kosten 1912. Wir sind also knapp 400 € gegenüber der Endkunden-Einzelpreise teurer. Die nehmen 400 € sozusagen für den Service und Zusammenbau. Das ist schon sehr happig. Wie gesagt, ihr könnt bei Mindfactory Komponenten zusammenstellen. Wer auch Informationen dazu sucht, beziehungsweise sich einen Rechner zusammenstellen lassen möchte von mir, kann sich gerne im Discord melden. Ich setze mich dann mit euch ins Voice und stelle mit euch einen Computer zusammen. Ob das jetzt bei Dubaro, Mindfactory, Argando oder sogar hier ist, das ist ja völlig egal. Aber da kann ich euch noch ein paar Tipps geben. Meldet euch ruhig, ist überhaupt kein Problem.
Aber wie gesagt, bei Mindfactory für 150 Euro bieten sie es halt an, wenn ihr das jetzt alles so nachstellen würdet, was ich nicht empfehle, weil wie gesagt, die SSD und das Netzteil, das ist so eine Sache für sich. Aber wir kommen jetzt nochmal eben zu dem FPS-Test und dann schauen wir uns mal die Alternative an, die ich zusammengestellt habe. Hier haben wir diesen Test, das ist der Ryzen 7 3700X mit der 3060 Ti, Test in 12 Games auf Full HD. Hier hatten wir zum Beispiel Battlefield 5, DLSS ist off, Grafik auf Ultra, Raytracing ist auch aus, kommt ihr auf im Schnitt 120 FPS. Assassin's Creed Origins auch in Full HD, Grafik Ultra 90 FPS. Cyberpunk hat im Schnitt 94 FPS, Raytracing ist allerdings aus, Grafik auf Ultra, das ist schon mal ganz gut. Und DLSS ist natürlich auch auf Ultra Performance, stellt ihr das auf Qualität, werden die FPS einbrechen. Aber 95 FPS ist ein guter Wert. Dann hätten wir noch Fortnite, DLSS ist off, Grafik auf Episch, Raytracing ist auch aus, 140 FPS im Average. Dann hätten wir noch GTA 5, MSAA, also das ist die Kantenglättung, ist aus, Grafik auf Ultra, Advanced Graphics sind auch aus, seid ihr bei 120 FPS, 115 bis 120, je nachdem. Und dann hätten wir zum Beispiel noch The Witcher Wild Hunt, Grafik auf Ultra, High Post Processing, Full HD, bei 127 FPS im Average. Und jetzt kommen wir mal zu der Alternative, wo ihr günstiger seid gegenüber diesen 1912 Euro mit Zusammenbau bei Mindfactory. Wir hätten zum Beispiel als Prozessor nicht den 3700er, sondern den 5800X von AMD, den Ryzen 7. Ist ein sehr guter Prozessor, habe ich selber auch im System. War auch, glaube ich, in der letzten Empfehlung in meinem Video drin. Reicht zum Streamen völlig aus, zum Zocken alle Male. Dann hätten wir den gleichen Kühler, der reicht auch völlig aus für den Ryzen 5800. Ich bin ja so der Fan von Wasserkühlung, aber das ist ja in der Hinsicht erstmal egal. Dann hätten wir auch eine MSI RTX 3060 Ti, allerdings Triple Fan, das heißt, die wird nicht so laut. Mit drei Lüftern, die können langsamer drehen und dann habt ihr einen besseren Durchsatz, was die Wärmeabfuhr angeht und dann wird die nicht ganz so laut. Allerdings hätten wir jetzt hier 3600er RAM anstatt 3000er und RGB beleuchtet, den Corsair Vengeance, der andere war nicht RGB beleuchtet. Anstatt 1 TB haben wir 2 TB HDD Speicher. Anstatt ein 700 Watt System Power haben wir ein 750 Watt Be Quiet Straight Power, das ist auch noch Gold zertifiziert, das heißt, es ist effizienter als das andere mit Bronze Zertifizierung. Als Gehäuse habe ich jetzt einfach mal ein Be Quiet Pure Base 500DX genommen. Da weiß ich, dass die ganzen Komponenten reinpassen. Ich finde es vom Design halt nicht so geil, das wisst ihr ja mittlerweile. Ihr könnt aber frei auswählen, was für ein Gehäuse ihr nehmt. Hauptsache die Grafikkarte passt rein. Achtet bitte darauf, wenn ihr ein Gehäuse auswählt, dass die Gesamtlänge der Grafikkarte ungefähr, sagen wir mal, 330 mm sein sollte, damit die eben auch vernünftig da reinpasst. Dann hätten wir als Board noch ein MSI MPG B550 anstatt B450 Gaming Plus. Da gehen wir jetzt noch etwas genauer drauf ein. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kommt die M.2 SSD rein, hier kommt die Grafikkarte rein. Hier unten könnt ihr natürlich weiterhin erweitern mit WLAN-Karten oder Capture-Karten oder Ähnlichem. Hier unten könnt ihr noch eine zweite M.2 anschließen. Hier habt ihr noch eine RGB-Beleuchtung. Von den Anschlüssen her sieht es allerdings noch ein bisschen besser aus. Wir haben auch 7.1 mit Toslink, USB-C, USB 3.1, USB 3.0, 4x USB 2.0, HDMI DisplayPort, die werdet ihr natürlich nicht benutzen bei diesem Prozessor, aber es ist halt möglich, Netzwerkanschluss und P/2 Anschluss. Ich finde dieses Design persönlich besser als das vom anderen Board. Ihr habt ein paar mehr USB-Anschlüsse, klar, nicht alle 3.0, aber für Maus, Tastatur, Drucker oder Stream Deck reicht das natürlich völlig aus. Und wie gesagt, der Chipsatz unterstützt PCI Express 4.0, das heißt, wenn ihr irgendwann mal eine schnellere SSD verbauen wollt, sagen wir um die 6 bis 7 GB pro Sekunde lesen, schreiben, dann wird euch das auf jeden Fall weiterhelfen. Und wo wir gerade beim Thema SSD sind, hier haben wir eine 500 GB, genauso wie im anderen System, aber Samsung SSD 980 M.2 PCI Express 3.0, die hat eine Lese- und Schreibrate von um die 3 bis 3,5 GB pro Sekunde anstatt 500 MB die Sekunde. Die ist deutlich schneller. Ihr könnt die natürlich auch als 1 TB Variante nehmen, das ist überhaupt kein Problem, aber so wollten wir im Budget bleiben. Und dann seid ihr bei einem Gesamtpreis von 1733,77 Euro. Rechnet ihr jetzt noch die 14 Euro von CDK dazu für das Windows und dann noch den Zusammenbau von Mindfactory, dann landet ihr bei 1897,77 Euro. Selbst wenn ihr den Versand noch oben drauf rechnet, seid ihr immer noch günstiger als das andere System bei CLS. Deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, vielleicht sogar diese Variante hier zu nehmen, bei Mindfactory zusammenbauen zu lassen. Ich schicke euch einen Link unten in die Beschreibung rein, da könnt ihr dann draufklicken und das direkt so bestellen, wenn ihr das möchtet. Ihr solltet noch das Service Level Gold mit dazu nehmen, kostet 4,90 €, da habt ihr Versand am selben Tag. Ja gut, das ist bei so einem Fertigsystem nicht so, das dauert schon ein paar Tage. Ihr habt aber 6 Monate Direkttausch und direkte Durchwahl bei Fragen. Die BIOS-Aktualisierung machen sie beim Zusammenbau tatsächlich mit dazu. Aber ihr müsstet noch den Montage- und Funktionstest-Service natürlich dazu buchen. Das sind diese angesagten 150 Euro. Also alles in allem, dieses System ist zu teuer. Nehmt lieber die Alternative, wenn ihr gerade 1900 Euro irgendwo rumfliegen habt. Also ich habe sie nicht, aber die meisten suchen ja ein System. Und von daher ist das schon eine sehr gute Alternative mit Mindfactory.
Das System würde ich so nicht kaufen. Solltet ihr hier Komponenten ändern, wird es natürlich nur teurer und das System ist sowieso schon mit 400 Euro für das Zusammenbauen viel zu überteuert. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.